Blau. Gelb. Violett. Grün. Grün nicht. Türkisblau. Wie so ein Regenbogen. Mit Orange und ein blauer Himmel. Es ist bunt. Die Betreuung von Behinderten, insbesondere damals von geistig Behinderten, zumindest in Schleswig-Holstein, wurde hier in Dithmarschen erfunden und sie wurde hier gelebt. Ich wurde von der Leiterin des Jugendamtes Kreis Süder-Dithmarschen gebeten, die Betreuung für die Menschen mit Behinderung zu übernehmen und eine Werkstatt aufzubauen. Ja, damals gab es natürlich sehr primitive Anfänge, die Schule im ehemaligen Nanni-Peters-Stift. Dann habe ich mich mit den Arbeitgebern in Verbindung gesetzt. Dann kamen viele neue Arbeitsangebote. Für Velux haben wir hier Briefumschläge gemacht, gefüllt mit Garantiekarten. Die wurden von den Kindern eingetütet, geleimt, geheftet und gingen dann zu Velux in die Produktion. Ja, damals fingen wir ja mit 40 Behinderten an, die bei uns eingestellt waren. Und was ist daraus geworden? Das ist doch fantastisch. Die Arbeit in der Weberei bedeutet den Menschen eigentlich sehr viel. Die Arbeiten, die sie da fertigen, da sind sie stolz drauf, weil sie auch sagen, das, was wir machen, das kann nicht jeder. Und in den 80er Jahren ist die Töpferei dazugekommen. Das Besondere an unserer Töpferei, glaube ich, hier in Meldorf, ist das Ambiente, also das alte Pastorat. Beim Töpfern, da habe ich so Paradiesvögel zusammengebaut. Manchmal sind sie natürlich am Schimpfen über mich, wenn sie Arbeiten bekommen, die sie nicht so gerne machen, das ist ganz klar. Aber da müssen wir dann alle durch. Wir sind auch ein bisschen verrückt. Beim Landwirtschaftsmuseum ist das Schöne die Vielfältigkeit, der Umgang mit den Kunden, der Umgang mit den Menschen. Ich fand diese Idee, arbeitslose Jugendliche einzustellen, die das bauten, für behinderte Menschen ganz toll. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Also hier nach und nach, ja, als die ganzen Maschinen ankamen, war das natürlich dann da uninteressant. So, ne? Dafür gab es sogar einen Preis. Den Kulturpreis des Landes Schleswig-Holstein. Jo. Heute haben wir viele Werkstätten mit über 22 Gewerken. Und nehmen wir mal ein Beispiel, unsere Strandkorbmanufaktur aus kleinsten Anfängen. Heute bauen wir die schönsten Strandkörbe der Welt. Ich habe einen Strandkorb und hoffe jeden Tag, dass ich mehr Zeit habe, drin zu sitzen. Ja, unsere Sachen werden auch gekauft. Alles, was wir herstellen, wird eigentlich gekauft. Nach Hause kommen. Mit den Mitbewohnern was unternehmen. Schöne Bücher lesen, einkaufen gehen. Dann lass ich auch mal, wie soll man das ausdrücken, fünfe gerade sein. Bett, Tisch und Stuhl und Schrank habe ich. Totale Privatsphäre, sich wohlfühlen, zu Hause sein, gerne mit Freunden mal an einem Tisch sitzen, mit Menschen zusammen zu sein, wo man so sein kann, wie man ist. Die Stiftung Mensch ist für mich Modern Jazz. Einfallsreichtum. Wir veranstalten selber Konzerte, wir holen Menschen ohne Behinderung in die Stiftung. Beim Sommer Open Air machen wir Aufbauen, Abbauen, Parkplatzwächter. Eine tolle, tolle Veranstaltung mit viel Musik, mit vielen, vielen netten Gästen. Gastgeber zu sein für Kultur. Wir haben einen Auftritt gehabt auf der Kieler Woche. Beim Krachmarkttag. Ich hatte eine Rasse mit Büroklammern in der Hand und bin dann damit durch die Stadt gefahren. Wir waren die lautesten. Ja, beim Krachmarkttag. Wir haben angefangen als Werkstatt für Behinderte, so hieß es damals. Heute sind wir eine Stiftung Mensch, eine Stiftung, die für alle eintritt. Es wird nicht gesagt, du bist so anders, du darfst es nicht, man darf alles versuchen. Dafür überreiche ich der Stiftung Mensch die Urkunde der IHK Flensburg. Herzlichen Glückwunsch, ein halbes Jahrhundert ganz erfolgreiche Arbeit. Ihr alle macht einen tollen Job. Otto Laus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ne? Der Weg ist der richtige. Und zu dieser Zukunft wünsche ich alles Gute. Liebe Stiftung, wir gratulieren zum 50. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe. To you. Happy Birthday. Stiftung Mensch. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch, Stiftung Mensch, zum 50. Jubiläum. Genau. Thank you.